I am sitting here in my room. I am sitting alone, staring at the yellow big moon. Play my guitar, cause you've been... 22.10.66. Da war der in Oldesloe. Da haben wir Oldesloe im Oldesloe Hof gespielt und haben den ersten Platz im Beat-Wettbewerb gemacht. Das war damals ganz angesagt. Das war ganz schöne Bestimmung. Wie ist das eigentlich, Zentralcafé mit Z oder mit C? Das war die wurde die, ich meine nämlich mit C. Das war wurde erst noch zurückschreiben. Ja, das machen aber wir. Ja, das kann sein. Schallplattenaufnahmen, 6.10.66 haben wir geschwänzt. Ja. 6.10.66 haben wir Oasis schon aufgenommen. Da haben wir Oasis. Ja, 6.10. Ja. Und anstatt der Rattles kamen die Beatbugs nach Trittau. Und wir waren die Vorband. Beatbugs. Damals für die Rattles, das war was. Für die Rattles die Vorband sein. Ich habe gerade mit Manne wieder zusammengespielt bei Klaus Schulz. Ja? Dem geht's auch nicht gut. Dem geht's nicht gut. Ich habe irgendwie einen Krampf anfangen lassen. Hier mit den Liverpool. Das kennst du natürlich. Das wenn die nicht so hässlich gewesen wären, aber der Dostan hat ja eine geheiratet davon, ne? Und dann sind wir rausgeflogen. Da. Ja, habt ihr die gleich angetatscht wahrscheinlich? Nee, der ist direkt verhaftet worden von der Jugend. Und da konnten wir nicht mehr weiter. Warst du warst zu jung? Oder? Da haben meine Kollegen vom Jugendschutz sich angetatscht. Ja. In der Pause doch. In der Pause. Kannst du das gewesen sein? Sag ich jetzt mal. Du kannst meinen Kaffee. Dominik sagte 4. Ja, möchten Sie auch einen Kaffee? Hätten Sie noch ein Wasser für mich? Ja, mit oder ohne Sprudel? Dann übernehme ich den Kaffee und dann sind wir gut. Ich hole noch einen, das ist überhaupt. Matti ist da nur Wasser ein. Ohne, ja. 10. aufgenommen worden. Hm? Wann? Ihr Endausschaltung, Oldesloe. Le Clochards und halt ist 200 Euro Marker machen. Erster Vor. Naja, damals so 200 Tacos haben. Das waren 8 Bands. Und die waren alle ganz gut. 3 Stücke Spiel oder 4. Und wenn man die Anlage gemacht hat, dann hatte man einen kleinen Pluspunkt. Genau. Schon mal einen Platz nach oben. Aber nee, das war Abstimmung. Da war die aber als Jets noch, ne? Ja, natürlich. Ja, bevor der Kaffee kalt wird, ne? So, jetzt fang du mal an, du musst jetzt sagen. Und das sind auch alles Stücke, das kann man sich mal reinziehen hier. Das ist alles mit mehr als 3 Akkorden. Ne? Ja, klar, damals schon mehr als 3 Akkorden. Das hat man gar nicht mehr. Ja. So sahen wir ganz am Anfang. Und so ein Moll und ein. Ja, parallele Molltonarten. Konnte alles schon interpretieren, glaube ich. Danke. Mehr als 3 Akkorde. Guck mal, ich sehe da. Wenn der Tisch aufgebaut ist, Nico Gemeinschaftsraum, dann gehen wir oben auf den Tisch. Das kenne ich auch, Nico Gemeinschaftsraum in der Kantine. So, die muss mir doch in Nummer 1 gehen. Ja, ihr wollt eigentlich ein bisschen Hocker spielen. Genau. Das hat 4 Wochen gedauert. Die lassen wir einfach mal reden. Wir haben die Idee gehabt mit Axel, als wir so um Schützenfeld waren. Ich sagte, komm doch mal in die Disco. Und dann haben wir es aber wieder fallen gelassen. Und er sagt, nein, vielleicht ist es doch nicht so. Weiß, wusste er nicht ganz genau. Ach, ja, aber dann haben wir nochmal überlegt, haben wir gedacht, doch, das ist was. Ü50 Party. Unsere Leute, die wollen auch gerne nochmal wieder in die Disco kommen. Ja, genau, das müssen wir jetzt erreichen. Und der zweite Effekt ist, dass wir wirklich als Jets 65, 66, 67 unheimlich viel in Oldesloe geschossen haben. Und da wollen wir eigentlich auch aufrufen, dass welche kommen von damals, vielleicht ein Souvenir mitbringen und irgendwas, hoffentlich kein 50-Jähriger Sohn. Das sieht doch mal ähnlich aus. Nee. Nee, Quack, so eine Spiele. Der ist schon verstorben, insofern kann er da ruhig kommen. Ja. Keine Ansprüche. Nein, also eigentlich die Idee ist, mal im Ambiente von der Disco am Freitagabend Ü50 Leute und natürlich jeder kann kommen. Mal Live-Musik und dann so ein DJ dazwischen, der auch aus den Jahren spielt oder was Modernes. Oder so einen lustigen Abend zusammen mal
und mal am ganz anderen Ort. Das sind immer so 6, 7, 8, 9, das ist am Freitag, den 23. Also nächstes Wochenende. Nicht jetzt, sondern nächstes. Genau, deshalb ist jetzt okay. Die Anzeige ja, am Samstag drin. Einige, wann soll das losgehen? Für Band, für 19 Uhr. 19 Uhr mit Einlass und dann... Ja. Für Klavier und... Ah, muss ich ja auch hinkommen. Logisch. Das ist ja schön, kennst du sie? Ja, absolut. Also, ich habe da auch schon überlegt und ich habe mich schon ganz oft gefragt, warum da nicht tatsächlich öfter was mit Live-Bands gemacht wird. Ich habe tatsächlich mit Axel schon ein paar Mal drüber geredet. Und dann sehe ich irgendwo plötzlich, ach, guck mal, ja, er hat auf der Sisi-Seite natürlich. Kommen oder so. Wir haben eine Vereinbarung, wir machen einfach, wir wollen mal ausprobieren. Ja, ist doch auch gut. Schaden kann es nichts. Und früher war Oldesloe ja eher so eine Club-Szene. Ne? Ja, ich sag ja, da war so ein bisschen, die Blockhütte war da, das war so ein bisschen anrüchig. Ne? Aber also da hat man gerne gespielt und bei den so, nee, das war so also Zentralcafé, das kenne ich auch. Und Mädchen und so, das war so Art, war schon klar. Mädchen auch, wurde gesagt. Das haben wir aber nicht mit, wir waren viel zu jung. Das ja, kam, okay. Wenn und dann Oldesloe Hof. Ist schon weggeholt. Oldesloe Hof hat der Chef vom damalig Rainer Vossis, der vom Sturm an der Tage bleibt. Der hatte Lust zu managen. Okay. Und so Bands, junge Bands zu fördern. Und der hat, oder Peter von Röhl-Voss hieß er auf jeden Fall, der konnte nicht jedes sprechen, der hat einfach mit Stimmbändern. Mhm. Und der hat da Beat-Wettbewerb im Oldesloe Hof und die hat einen schönen Saal da. Und das war ja früher üblich, dass du in den Bauernsee, wenn die Blasmusik weg war, kamen die Beatbands hin. Hier im Holländer ja auch, Mollhagen ja auch. Manche haben dann nur noch so, und der Oldesloe hat eben immer Beat Sonntag. Sonntagnachmittag war da immer Beat. Diese Bühne gibt es gar nicht mehr. Nein. Also das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, wäre diese kleine bei Kupfer Saal. Ja, und Bastos. Ne? Triton war ja auch. Bastos, ja, aber die wir sind gerade das hier auf dem Land noch. Da ist dann sind auch immer doch, in einem Gasthof sind immer noch. Na, nee, es gibt so viele Gasthöfe, wo dann so in kleinen Dörfern so die Laienspielgruppen auftreten. Mhm. Hier, wo in Haslow haben wir mal gespielt, hinter Norderstedt. Da war auch so, da gibt es auch noch so eine Bühne mit Vorhang und dann ist ab und zu Laienspiel oder eben Tanz. So, ne? Also es gibt es schon noch so. Ja. Also wir spielen ja auf solchen Bühnenfilmen eigentlich Bastos dann nur, ne? Mhm. Es gab in Schönberg an der Hauptstraße damals ganz so Ding. Ach ja, zur Post. Ja, genau, da war so ein schwuler Wirt. Ja? Und da sollten immer junge nach St. Pauli, wie hieß das noch? Junge, also von Freddy. Junge, komm bald wieder. Komm bald wieder. Das hat er sich gewünscht. Und mit wem habt ihr da gespielt? Mit Matti, Hans-Jürgen Hünding und glaube ich mit Mucker. Mit den Schönberg. Gasthof zur Post oder Hotel. Ja, an der Hauptstraße. An der Hauptstraße, genau. Wo genau? In Schönberg. Aber wo? Aber nee, an der Hauptstraße, an der Saal. Nein, ach das, nee. Nee, das ist so schräg gegenüber war dieser Zaunbau Pieper, erinnere ich noch. Der ist doch heute noch da, aber das. Da war ja, der. Ja, Schönberg. Da musst du praktisch in Lütjensee die Kreuzung links. Ich weiß gar nicht, hat jetzt wohl Stahmer noch in Dings, haben die noch den Saal? Die hatten ja eine Stahmer. Hat nur? Ja, in der also hieß ja früher Stahmer. Das war ja meine erste Band. Chaos, die beiden ja. Stahmer-Brüder. Die hatten eine schöne Bühne. Die da ist ein bisschen Hinder. Ja, aber auch die Bühne. Auch Bühne. Ja. Was soll man noch erzählen für die Presse? Erzähl mal was jetzt. Also, ja, dann gab es ja noch ein Zentralcafé. Da haben wir nicht so oft gespielt, wenn überhaupt, weil da war unsere Konkurrenz, wenn The Losers. Und wir waren ein bisschen war der Name Programm. Ja, ja. Nein. 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 Die waren, manchmal wurde gesagt, die sind besser wie wir, manchmal waren wir besser. Ja. Die haben immer im Zentralcafé und wir immer im Oldesloe Hof. Und das ist ein bisschen sortiert. Du erkennst auch den von den Jungen, haben wir mal getroffen, ne? Arndt. Das wird die gar nicht wieder erkennen. Wie hieß der? Arndt, ja, das war ganz dünner. Arndt. Also auf jeden Fall möchten wir was verbinden in die Disco mal, den Bingelos in der Disco mit unserer Generation.
und mal wieder nach Oldesloe, damit wir auch mal außer Trittau mal gucken, ob noch uns einer kennt. Also eine Ü60er-Party, ne? Ja, wir sind ja hier vier. Das ist eigentlich ist das jetzt gesetzt. Ja. Ne, das ist keine Ausnahme mehr, sondern das ist eigentlich schon jetzt cool. Standard. Wir kennen uns auch seit 53 Jahren, immer schon mal zusammengespielt, wie es sich ergab. Und jetzt haben wir ein paar Mal bei größeren Sachen gesagt, wir brauchen was, wir müssen uns musikalisch entwickeln. Wir brauchen mal Zeit nach 50 Jahren. Nein, jetzt nach 50 Jahren. Zu dritt waren wir jetzt ein bisschen an der Grenze, weil Bernd musste Bass und Orgel spielen und Gerd musste sich konzentrieren und auch wieder andere Sachen. Und jetzt ich musste mal zweistimmig singen, weil ja, das andere genau, Stimme fehlt. Ja, genau, ja. Deswegen haben wir jetzt einen dazu. So, und jetzt haben wir einen Bassisten. Und du darfst jetzt völlig ausrasten. Ich darf Keyboard. Jetzt, ja. Ja, das ist unfassbar. Jetzt kann er halt zwei Hände spielen. Er kann ja mit zwei Händen. Ich kann jetzt weiß auch, kann auch, vorher auch mit ich lerne Händen. Gerade jetzt mit zwei Händen. Ja, das ist unfassbare Dinge tun wir hier. Was so alles von Trittau ausgeht. Das ist unglaublich. Ja, aber ich find's gut. Ich glaube auch, dass das durchaus vielen ja, wir reden schön 100 Mann rechnen. Wenn 100 Mann kommen, haben wir einen Erfolg. Völlig vergessen, dass ich keine Süßigkeiten esse. Ja. Und ich denke mal, wenn die ein bisschen jünger als 50 sind, werden sie auch noch reingelassen. Ne? Naja, ja, aber dann ist teurer dann, ne? Ja, okay. Nein, also ich denke nicht, dass wir machen die, also wir Euro drauf. Euro drauf. Wir haben ja auch gleich die Ü50. Nee, wir machen keine Ausweisung. Ü50. Eigentlich wollte ich jetzt Ü60 sagen, aber Angst hat gesagt, das wäre zu viel. Ü60 ist gibt es aber schon. Total Erfolg da in Lübeck. Der Saal ist knallevoll. Das ist Ü50. In Kiel, ja. Ja, ja, das ist Trend. Es gibt viele in dem Alter, die suchen noch so, wo sie nochmal tanzen können. Ja. Und auch, wir haben doch Disco, war doch unser Leben. Mensch, war wieder. Ja, absolut. Ne? Ja, du ja nicht. Du bist oh, komm, ein paar Jahre. Kennst du Disco? Ach, gibt's doch gar nicht. Ach, Mensch, du bist doch mit Hip-Hop groß geworden. Ja, ja. Mit Hip-Hop, das war doch toll mit die Geiger, ne? Oh. Peter Maffay, du hat er gesungen. Bei Holländer? Ja, das war. Nee, aber in der Musikbox. Man konnte über die Lords gesehen. Unglaublich, wer hier alles. Peter Maffay, ja, Michael Holm, die Equals, die Lords, Apples, Rivets. Ich habe früher mal Disco gemacht, auch bei Honig das Gasthof, wenn da die Leute waren. Da war Jürgen Triebs war da, Juliane Berding, diese ganzen Leute. Das ist unglaublich. Ja, ich habe die ganzen Jahre in Linde vor mich hin vegetiert. Ja. Und hier wo ist, wo geht dann hier wo was? Ist das Leben? Ne? Also dieser Beat-Club hier damals, das hatte eine uralter Mann gemacht aus dem Gemeinderat, der war ungefähr 35. Ja, für uns war das Astronomen. Total uralt. Gustav Grünke. Und der hat sich so viel Mühe gegeben. Und mit dem Künstlerdienst in Hamburg, und da konnte man für 5 Mark, hatten wir hier die Top-Bands. Und Holländer, das war der uralte Saal. Und wir haben eine Vorband und war genial. Und alle 4 Wochen. Ja. Hier wollen wir Andreas fragen, ob er vielleicht als Nebensatz nochmal schreibt, wir suchen für Himmelfahrt noch eine junge Coverband. Kann man machen. Kannst du das machen? Schon aufgenommen. Ach so, das also wir suchen tatsächlich unsere traditionelle Alma Kogio können leider nicht. Die hatten langfristig ein Jubiläum zugesagt. Und nun sind wir wirklich auf der Suche nach einer jungen Band, die Covermusik macht. Nicht, aber regional möglichst. Ja, möglich. So der Heide Olde, so kann ruhig sein. Aber so ein Untersatz. Wir suchen nochmal in Facebook und wir müssen da sonst mit. Nehmen wir einen jungen Dishjockey ja für überlegt. Es gibt auch junge Dishjockey, die Musik machen für die jungen Leute. Als Not. Also nur als Not. Eine zweite Band wäre besser. Wo sollen die, bei wem sollen die sich denn melden? Bei mir. Schreibe ich dann dazu. Kannst du meine Telefonnummer annehmen? Ja, schreiben wir mit rein. Na klar, machen wir so. Kein Problem. Ist so gut. Ja, und okay. Das ist natürlich, das hast du wahrscheinlich schon gesagt. Ne? Einfach mal so ein Rückblick und dann auch mal vielleicht das Volk da aus Oldesloe umgeben. Vielleicht erinnert sich, das hast du mal gesagt. Das wäre schon spannend. Und wer ein richtiges Souvenir hat, ne? Der kriegt eine Cola rum. Okay.
Ich war eben bei Zinger. Was ist denn ein Souvenir aus der Zeit? Eine Eintrittskarte oder ein Bild mit uns oder so. Uneheliches Kind. Also ich habe eben. Die kommen alle mit dem Jägermeister an und sagen, ja! Nee, da haben wir noch keinen Jägermeister getrunken. Da haben wir noch Korn. Nee, da haben wir den Cola rumgetrunken. Der Jägermeister ist erst spiegellos. Also 71, 72. Aber uneheliches Kind wäre gut, ne? Das wäre natürlich der Mega-Knall. Das wäre. Das kann so ein Quatsch gewesen sein. Ich kann das nicht gewesen sein. Ich konnte das auch nicht. Ich war immer so schüchtern. Immer diese Ausrede. Ja. Aber wir hatten schon. Ja. Ihr habt Sponsoren. Lass uns ziehen. Wir sitzen ja jetzt hier bei La Fenêtre. Genau, wir haben das schon mal eine Riegel, Axel und Provinzial. Ja, das ist doch schon mal. Klingt doch schon mal gut. Wir haben auch nur die vier gefragt, weil wir das ein bisschen exklusiv halten wollen. Nee, morgen, in der Mitte der Woche. Steht auch hinter den Bigelos. Ja, gut. Und hier La Fenêtre hat ja auch spontan zugesagt. Naja, die sind ja dann auch für ein bisschen Werbung muss man machen, ne? Und das ist ja immer. Und ich habe ja meine Frau kennengelernt in Oldesloher Hof, ja, ne? Als wir den zweiten Platz gesetzt haben. Am zweiten Platz hast du den ersten Platz. Damit war er für die Oldesloher Fans natürlich vergeben. Er war natürlich strategisch nicht so gut, aber. Ja, sie ist ab dann zu Hause. Ob das jetzt der zweite Platz wurde, weil sie sich kennengelernt haben. Nein, da war das der erste, ne? Nee, da war es der zweite. Der zweite. Glaubt, wahrscheinlich war ich abgelenkt. Ja, genau. Nicht so konzentriert. Ich denke, das hatte schon. Ja, genau. Ach ja. Zusammen. Na, schade, tut mir heute noch leid für euch. Ja. 100 Mark haben wir damit verloren. Hätten wir 200 Mark gekriegt. So ein Elend. Also ich könnte gut und sagen, sie schuldet euch noch 100 Mark jetzt. Ja. Wenn ihr ein bisschen sucht irgendwo, gibt's das ja noch. Na, schöne Leute. Dann würde ich sagen, machen wir gleich noch ein kleines Foto. Ja. Ich höre mir das dann pausenlos an und schreibe was dazu. Und die Jetplatte, ja, die ist ab während der Zeit entstanden. Apropos. Die bringen wir mit. Die ich würde die auch gerne immer mal ein paar Sekunden im Hintergrund laufen lassen, wenn ich hier meinen Schnippenschnabbi habe von den Jets, die beiden hier, wenn das für euch in Ordnung ist. Natürlich. Dann packe ich die ein bisschen mit rein. Und am Ende machen wir nochmal den Hinweis auf die Trau-CD. Und die bringen wir mit. Okay. Kostet auch da nur 5 Euro. Auch da nur 5 Euro. Obwohl, wir können ja jetzt als Trierlied dann runterschneiden und 10 Euro nehmen. Ja, weil der Alte ist los. Das ist über 50, also über 50, über 50 Cent. 50 Mal. Nee, bringen wir mit. Kann erworben werden von damals. Die haben wir 66 aufgesetzt. Das sind 52. Die haben wir 3 Tage vor unserem Sieg aufgenommen. Ach, das sind schon. Hier, guck mal. Nicht mehr im Oldesloher Hof. Hier, das auch nur. Das kannst du als witzig. Hier die Ruby-Reds mit den Jets und Modenschau über das Ding Oldesloher Hof. Sonntag, 12. März 67. Und wir haben später Rubets gemacht. Aber hier steht dann Ruby Retz nicht erschienen. Das ist, ja, feiglich. Ja, geknüpfen Sie damals. Wir hatten Angst vor uns. Das ist The Black Lords, ne, was ist alles klar? Ach, das hattest du mir nochmal geschickt, die Jets in der OK. Interview von Frank Dostal. Der ist ja auch schon tot, ne? Frank Dostal. Ja. Da waren wir, und jetzt waren wir ja mit dem Bild da, das. Hast du das auch gesehen? Habe ich dir die Bilder eigentlich geschickt und die im Facebook waren? Habe ich gar nicht, ne? Muss ich noch. Da in der Waldeslust auf der Bühne, wo wir unser erstes öffentliches Konzert hatten. Und da waren wir nicht mehr in der OP, sondern in der Apothekenrundschau für Senioren. Ja, aber da steht drin, wir machen der Generation so viel Spaß mit unserer Musik. Ich meine, wir können jetzt nicht mehr in die OK. Ich meine, das in Mollhagen, ne? Ohne Namen. Treffpunkt internationaler Spitzenkapelle. Also, und die Bigelos auch. Ne? Die Jets. Die Jets natürlich auch. Das war eine Höfe. Mama Bettys Band war ja sehr befreundet. Ach, guck
Guck hier, am 1.1.67, Neujahr, haben wir mit unserer neuen Max-Anlage und meinem neuen Ludwig-Schlagzeug gespielt. Da haben wir 8.000 Mark investiert über Weihnachten. Das war ja, damals. Ja, das hat sich richtig gemacht. Ja, damit hatten wir auf einmal eine Anlage, da wirkten wir wie ein Startschluss. Und wir spielten auch schon ganz gut, aber da, wenn du dann noch eine tolle Anlage hast und nicht so selbstgetriebelte Verstärker, ich weiß nicht, wie du bist. Ja, das war ich, ja. Damals. Früher und heute. Ja, das ist auch mal schön. Früher und heute machen wir nochmal. Das war aber das erste Schlagzeug. Das war noch nicht das Ludwig. Ja, aber wir wollen ja. Ja, ne, gut. Das hat sich verändert. Ne? Er hat sich verändert. Bisschen. Nicht viel. Guck mal, jetzt, da sehe ich ein bisschen aus wie Dean. Ja, das stimmt. Der arme Kerl. Das ist schon irre, ne? Genau. Gestern Treffpunkt Wahl steht. Am Heiligabend, das kann ich sagen. Ja, die sind schon wieder gar nicht. Durftet ihr da nicht weg? Ach ja, dann haben wir Ponchos. Ponchos war eben ja Kleidung auch. Das, ne? Kannst du auch nochmal fotografieren. So. Das, was wir natürlich auch so hatten, waren diese Uniformen, die hatten und so. Das war ja alles Leben. Das kennt ihr bestimmt auch noch irgendwie so ein oder zwei. Fotos von euch. Stimmt. Ja, aber das waren wir schon zum Jubiläum rausgesucht. Aber das haben wir erst zum Jubiläum geschenkt gekriegt, das Buch. Ja, Katze, das kann man gar nicht hoch genug anrechnen. Ne? Hier kommst du David ein bisschen durch. Ne? Mhm. Nur, dass er damals noch keine Brille braucht. Gab es auch noch keine Computer. Wir haben den 4.2. in Wohldorf, Gabriger Mühle. Wir haben gespielt. Da die Jets wurden besser. Steht drin? Mhm. Fast am Ende des Buches. Also das Buch ist nicht euer, das habt ihr... Das haben wir geschrieben. Das habe ich immer... Okay. Ich habe das immer reingeschrieben, als Tagebuch. Katze hat das aufbewahrt. Und das hat unser Manager aufbewahrt. Okay. Also wir hatten einen Manager. Ja, gut. Und auch Fan, also er war ja nun oft begeistert. Das war hier. Einer der ersten Mitspieler der Jets war. Also das ist ja doofes, doofer. Das ist die Platte, da wäre der Solosänger, die sind beide so durch die Nase singen. Und jetzt hätten wir einen neuen Sänger, Matti Platt. Steht da? Gut, auch das. Das habt ihr auch so beibehalten die ganze Zeit. Am Anfang. Da Matti hatte Konfirmation, da konnten wir nicht spielen. Das sage ich Ihnen nochmal. Wann war das? 67. Matti Konfirmation. Ja, guck dir die Autos da im Hintergrund. Da haben wir den Rivitz hier, 8.4.67. Adlenburg, das war toll. Ja, Adlenburg. Kann ich auch noch. Da haben wir gespielt. Wie hieß der Schnuppenstall? Lang. Weiß ich nicht. Da haben wir ganz tolle gespielt. Und da hatten wir ganz tolle Fans, ne? So nette Mädchen, die immer mit, wenn wir da waren, dann haben die Hallo und toll und ein paar Küsschen hier, ein Küsschen da. So, und dann hatten wir mal frei, ne? Fiel irgendein Termin aus und dann haben wir gesagt, fahren wir zu unseren Freundinnen nach Adlenburg, ne? Und da saßen die, meine saß mit dem Schlagzeuger von der Band, die da gespielt, und Mattis saß mit dem, das war so enttäuschend. Die haben immer mit der Band, immer mit den Typen zusammen. Also es kam nicht auf die Person, sondern auf das Instrument. Dumm gelaufen. Oh Mann, oh. Ja, das waren schon harte Zeiten. Wieder Rollesloch, 16.04.67. Gieschendorf, hier mit den Faces, Mama Bettys, Rivets, Jets. Musste man. Dann Sauerland-Tournee haben wir gemacht. Im Sauerland, da war. Das war der. Ja, das hat er wenigstens gemacht. Tolle, ja, da sind die Mädels nachgereist. Da sind bin ich bis nach Finnland wieder nachgereist. Das war da unsere Anlage. Das Sauerland, die hatten ja auch mit den nichts zu lachen. In ihren Bergen, da war ja auch tote Hose. Ja, da kam hier, das war so aus Hamburg, das war für die. Ja, das war. Da hattet ihr freie Auswahl. Guck mal, da ist ein schickes blaues Hemd an. Ja. Mit roten Kragen. Wittlers Hotel in Ratzeburg. Gut, ich werde mal sehen, dass ich Dominik noch mal rankriege. Machen wir mal vor. Ja, genau, dann sind wir los. Ist das schon so? Prima, mein Lieber. Oh, vielen Dank. So, wieder gerne, das wisst ihr noch. So, Dominik. Und
Was war das eigentlich jetzt? War das eine Visitenkarte? Ja, das war eine Visitenkarte. Ach, die Visitenkarte. Hat Mattis Vater gemacht. Ja, der hat das nochmal richtig künstlerisch. Der später. Ja. Das war sie. Das Spielen mit Jets. Da war doch unser Bus mit, weißt du? Unser Mercedes-Bus mit dem Rote, mit dem Gold war das. Ran, ne? Nee, dunkelrot, ja gelb. Dunkelrot oder gelb. Da sind wir nicht mehr mit angekommen. Der fuhr immer 60, konnte kein Auto überholen am Berg. Der Kasseler Berge war mal. 80 ist er auch schon mal gefahren. Aber ja, Kasseler Berge war damals immer schon ziemlich gesünder. Das kenne ich auch. Das merkt man immer noch bei manchen Autos.